zur Wahl des Landrats. Ausgeteilte Wahlzettel 78, eingegangene Wahlzettel 78, leere Wahlzettel 1, ungültig 0, in Betracht fallende Wahlzettel 77, absolutes Mehr 39, gewählt wurde Peter Hetti mit 76 Stimmen. Manuela Weifert. Das Wort hat nun Landammann Peter Hickli. Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte, geschätzte Gäste, liebe Menzingerinnen und Menzinger, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Wahl und das damit sehr stark ausgesprochene große Vertrauen. Dem neuen Kantonsratspräsidenten Bruno Bezzatti gratuliere ich zur Wahl und wünsche ihm bei der nicht ganz leichten Aufgabe als Leiter Ihres Rates und als Repräsentant des Standes Zug viel Befriedigung und Erfolg. Ich freue mich, zusammen mit Bruno Bezzatti die höchsten Gremien unseres Standes in den nächsten 2 Jahren zu leiten und den Kanton Zug zu vertreten. Damit liegen die Geschicke unseres Kantons seit seiner Gründung als Freistaat Zug wohl erstmals vollkommen in Menzinger Hand. Dieser großen Verantwortung und dem uns Berglern geschenkten Vertrauen versuchen wir gerecht zu werden. Ganz zentral ist für mich dabei eine vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit im Regierungsrat, denn die Stärke der Exekutive und die Wirksamkeit ihrer politischen Arbeit liegen darin begründet, dass alle Regierungsmitglieder ungeachtet ihrer politischen Herkunft im Interesse des Kantons zusammenarbeiten und für gefasste Beschlüsse gemeinsam einstehen, vor allem gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit. Eine gute Leitung der jeweiligen Direktion ist sicher wichtig. Entscheidender für den Erfolg ist aber die Leistung des Regierungsrates als Ganzes. Dabei soll nicht das politische Tagesgeschäft dominieren, sondern der Regierungsrat soll sich vermehrt Zeit nehmen, um sich Grundsatzfragen und Zukunftsperspektiven zu widmen. Für die Jahre 2009 und 2010 stehen denn auch zahlreiche Herausforderungen an. Die Finanzkrise hat uns bis heute noch verschont. Es ist aber notwendig, sich vorzusehen. Eine mögliche Rezession zeichnet sich in Form von Auftragsrückgängen bei Firmen und deren Anmeldungen für Kurzarbeit immer mehr auch bei uns ab. Diese unsichere Wirtschaftslage wird uns wohl die nächsten Jahre beschäftigen. Jetzt aber lediglich auf die Politik und ihre Rezepte zu setzen, ist ebenso falsch wie die Meinung, eine freie Wirtschaft regle sich selbst. Es braucht den Mix zwischen Privatwirtschaft und Politik. Unsere Aufgabe ist es, für optimale Rahmenbedingungen zu sorgen. Die Politik hat nicht die Innovationskraft, um Markttendenzen der kommenden Jahre aufzuzeigen. Das können unsere Unternehmerinnen und Unternehmer viel besser. Wir können, nein, wir müssen sie aber mit geeigneten Maßnahmen tatkräftig unterstützen. Ein weiterer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die Erweiterung der Bildungsstätten, die Planung und Realisierung von neuen Verwaltungsgebäuden gehören ebenfalls zu unseren Aufgaben, wie die Erhaltung der sozialen Wohlfahrt, einer hohen Lebensqualität mit entsprechenden Freiräumen. In Zeiten der Globalisierung ist der Blick vermehrt nach außen zu richten.
Zusammenarbeitsmöglichkeiten sind mit allen Nachbarkantonen zu eruieren und umzusetzen. Schwerpunktmäßig ist unsere Einflussnahme auch in Bundesbern zu optimieren. All diese Anstrengungen sind umsonst, wenn das Vertrauen im Volk fehlt. Vertrauen entsteht, wenn man seine Partnerinnen und Partner einbezieht und wenn sich das Gegenüber ernst genommen und verstanden fühlt. Die Politik erreicht dies mit größtmöglicher Transparenz und umfangreicher Information. Deshalb stelle ich meine Landammannszeit unter das Motto Kommunikation. Ziel soll sein, mit einer aktiveren Kommunikation nach innen und nach außen sowohl Mitarbeitende als auch Einwohnerinnen und Einwohner zu Mitdenkenden und Mithandelnden zu machen. So sehe ich beispielsweise vor, zusätzliche Informationsgefäße zu bilden, mit dem Auf- und Ausbau eines umfassenden E-Government-Angebotes die Interaktion mit den Einwohnerinnen und Einwohnern zu fördern. Als Landammann möchte ich auch mit regelmäßig Zeit reservieren für persönliche Gespräche mit Zugerinnen und Zugern. Mit diesen und weiteren Maßnahmen hoffe ich, dass die Vertrauensbasis zwischen Politik und Bevölkerung zu stärken und die Herausforderungen der sich verdüsternden Zukunftsaussichten mit verantwortungsvollen und eigenverantwortlichen Einwohnerinnen und Einwohnern, vor allem aber mit Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren Kantonsräte, zu meistern. Ich freue mich auf die kommenden 2 Jahre und erkläre Annahme der Wahl. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Peter. Ja, danke vielmals.